Hallo, meine Lieben. Ja, ich hatte auf meiner Facebook-Seite schon angekündigt, dass jetzt noch ein Infovideo kommt. Ich hatte eigentlich gesagt, das kommt schon spätestens gestern. Ich habe es aber nicht anders geschafft. Und deswegen kommt auch dieses Infovideo. Und zwar, ja, ihr habt vielleicht gemerkt, dass es ein wenig sehr ruhig geworden ist in letzter Zeit. Das liegt einfach daran, dass ich extrem viel zu tun hatte, weil wir ein Bistro eröffnet haben. Ja, weil wir ein Bistro eröffnet haben. So. Und ich natürlich auch mitgeholfen habe und auch in Zukunft mithelfen werde. Deswegen auch diese Info. Und zwar, mit wir meine ich meine Mutter und ihren Freund. Es ist nun aber so, dass meine Mutter ein wenig weiter weg wohnt als ich. Also sie wohnt rund 70 Kilometer entfernt. Und ja, so, erstmal als kleine Info. Einige wissen ja, dass ich so eine Zeit lang Brit gemacht habe und auch ein Langzeitpraktikum beim Schloss Breitenburg. Ja, ich hatte aber schon länger so ein bisschen halt das im Kopf, dass ich doch gerne weiter Schule machen möchte, weil mein Ziel ist, später noch zu studieren. Ich denke irgendwas so Richtung Marketing oder so. Da habe ich auch noch ein wenig Zeit zu. Ich habe mich dann für die ganzen Schulen im Umkreis beworben, unter anderem auch da, wo meine Mutter halt ist. Da ist auch in der Nähe eine Schule. Ja, wie der Zufall das so will, hat mich nur diese Schule angenommen, weshalb wir uns dann überlegt haben, dass ich umziehen muss. Es ist nicht möglich, 70 Kilometer täglich eine Tour zu fahren, also 140 Kilometer, und dann noch im Selbstversorgerstall zu sein und richtig trainieren zu können, vor allem im Winter. Also haben wir uns entschieden, dass ich auch dorthin ziehe, wo das Bistro ist. Das ist übrigens an der Nordsee. Ich werde euch einfach mal die Facebook-Seite davon in die Infobox posten, falls ihr mal Urlaub an der Nordsee macht, dann ja. Ist übrigens sehr schön. Hier sage ich, weil ich jetzt auch schon hier bin. Jetzt heute nur zum Helfen, aber ab Mittwoch bin ich schon fest hier. Es geht jetzt recht schnell. Die Schule fängt erst zum 1.9. an, aber ich möchte halt auch im Bistro ein wenig mithelfen. Und deshalb ziehe ich Mittwoch schon hierher. Und wer kommt mit? Ja. Wir werden nochmal den Stall wechseln. Ist natürlich jetzt ein wenig suboptimal, aber es ist einfach anders überhaupt nicht möglich. Ich hatte das Glück, dass ich sehr schnell hier eine Box gefunden habe. Die war eigentlich erst zum 1.6. und meine Wohnung ist auch erst zum 1.6. gekündigt. Ich wohne erstmal hier im Gästezimmer. Aber ja, kann man sich mit arrangieren. Meine neue Wohnung wird nämlich noch renoviert. Da hoffe ich aber, dass ich da in 3, 4 Wochen schon rein kann. Ja. Wie gesagt, das war erst zum 1.6. geplant. Sonst hätte ich schon viel früher was gesagt. Nur, ja, es ging jetzt auf einmal alles ganz schnell. Vic wird, wie gesagt, also Vic und ich, wir ziehen beide am Mittwoch um. Ja, der neue Stall ist ganz, ganz anders als der jetzige. Ich bin wieder in Vollpension. Ich habe eine Halle, ich habe einen Lusso-Platz, einen Springplatz, Spülmaschine, Solarium, also quasi von Selbstversorger zum Luxusstall. Er hat auch eine Paddockbox. Ja. Und was gibt es noch zu erzählen? Ja, am Wochenende haben wir Turnier. Wer meine Facebook-Seite verfolgt, der wird das ja auch schon wissen. Vic hatte letzte Woche eine kleine Auseinandersetzung. Also, die haben sich beim Toben ein bisschen doll Vic vorgenommen, aber er ist wieder fit. Ich werde am Freitag eine Artusso mit einem Stern reiten und eventuell am Samstag noch ein A springen, aber das entscheide ich, weil ich jetzt durch die kleine Verletzung, die er hatte, nicht gesprungen bin. Ich werde wahrscheinlich Mittwoch springen und dann halt entscheiden, ob ich das Samstag reite oder nicht. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Für den Mai habe ich schon ganz, ganz viele Turniere genannt. Das sind 4 Stück. Ja, ist aber nicht jedes Wochenende, weil der Mai 5 Wochenenden hat. Was ich davon reite, das entscheide ich dann. Aber einfach nur für die Routine. Und wenn ich merke, es ist ihm zu viel, kann ich immer noch sagen, ich reite nicht. Also, ne, bevor jetzt jemand aufschreit, ich reite zu viele Turniere, dem ist nicht so. Ja, ich glaube, mehr Sachen gibt es auch gar nicht zu sagen. Ja, eigentlich wollte ich nur sagen, dass wir umziehen. Ich möchte jetzt keine Kommentare von wegen, du ziehst aber oft um und tralala. Hätten wir im Dezember schon gewusst, dass ich hier zur Schule gehe, dann hätten wir ihn im Dezember schon hierher geholt. Das wussten wir aber nicht. Ich habe mich auch relativ spontan noch für die Schule entschieden, also Mitte Februar erst. Und ja, gestern kam dann endlich die endgültige Zusage. Ich hatte schon richtig Angst, weil das ja, ne, normalerweise kennt man, dass es Anfang März die Zusagen kommen oder die Absagen. Es hat verdammt lange gedauert, aber mir ist so ein richtiger
Stein vom Herzen gefallen und ja, wen es interessiert, ich mache übrigens ja, die Fachrichtung Wirtschaft, weil ich halt auch später in diese Richtung irgendwas studieren möchte. Und dann lasse ich mich mal überraschen, ne? Und ja, also ich sag mal, für Bildung ist man nie zu spät und deswegen nehme ich jetzt nochmal einen Angriff und ja, gut. Das war's auch schon. Aus dem kurzen Infovideo ist es schon wieder, was sehe ich da? 5,5 Minuten Labervideo geworden. Ja, ich werde ihn jetzt mal ins Bistro fahren. Heute kommt nämlich mein Opa, der feiert dort seinen Geburtstag und ja, und nachher muss ich noch zu Vic. Der ist ja jetzt noch ein paar Tage da, wo er jetzt noch ist und meine Wohnung ist auch noch da. Also ich werde auch zwischendurch noch da sein. So, gut. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Hoffentlich schneit's. Hoffentlich scheint in den nächsten Tagen mal wieder die Sonne. Bei uns regnet es jetzt gerade zum Glück nicht, aber vorhin die ganze Zeit. Naja, gut, dann. Ja, nächste Woche gibt es ganz, ganz viele neue Videos auch, weil ich plane vom Umzug von Amiron, vom Turnier und dann habe ich ja noch 1000 Videos im Kopf, die ich aber einfach nicht umsetzen konnte, weil ich ja nicht mal geschafft habe, dieses Infovideo zu drehen. Das plane ich schon seit einer Woche, aber es ist echt anstrengend alles. Momentan aber. Ja, meine Haare sind. Ich habe übrigens meine Haare gefärbt, so. Alles klar. Ach ja, und es würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr auf meinem zweiten Kanal vorbeischaut. Da geht es um meine Haare und um mein Gesicht. Nein, da geht es um die Themen Beauty und so weiter und tralala. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns spätestens Ende nächster Woche. Mal gucken, ob ich vorher noch ein Video schaffe, aber ich denke nicht. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!